Jan Hendrik, führend Weiter in erster Wendungsnau. Jan Hendrik mit Ben van de Bogart und dahinter Onaspe, Etienne und Rukong Max. Beide können die beiden Engländer, Stuart Brown und Josh Temperley. Nummer 14, Ben Adriansen mit Lauri Steiner,
Weiterhin hier auf der ersten Position. Arizona findet hier in unserem E-Bahn. Dann haben wir schon die Startnummer 15 mit der Stuart Brown und Josh Chamberlain. Also, sehr gutes Start hier von der Startnummer 14. Erste Rettungslauf hier bei der ersten Position gedrängelt. Aber dann war es doch hier sehr. Startnummer 14. Dann die Tonne, sind die Bugs. Dann haben wir hier die Engländer. Stuart Brown, Josh Chamberlain, dann die drei. Dann den Rechts und Ben van der Bogart. Dann die beiden Tschechen mit der 17. Und dahinter am Hinterrad die beiden Franzosen, Valentin Giraud und Nicolas Grüssel. Ja, die Frage, die wir uns natürlich jetzt auch stellen werden, ist aus dem Startfahren, ist das erste Mal durch. Aber. Dann die beiden Tschechen mit der 17. Und dahinter am Hinterrad die beiden Franzosen, Valentin Giraud und Nicolas Grüssel. Die Frage, die wir uns natürlich jetzt auch stellen werden, ist auch, die Startfahrt ist das erste Mal durch, aber weil ja die Engländer hier mit dem Linksfahrwerk unterwegs sind und da können sie ja unten, haben sie dann das Problem in dieser Rechtskurve nicht so richtig hineingehen und deswegen kommt Max auf in die Jahrlinie und zieht dann wieder an ihnen vorbei. Aber sie werden es noch in einigen anderen Passagen probieren, dort an dem amtierenden Weltmeister vorbeizukommen. Ja, okay, auch ein amtierender Weltmeister darf einmal überholt werden. Er steht natürlich auch nicht unter Denkmalschutz. So, wie sieht's aus da oben bei dir?